Hallo liebe Wagen, willkommen im neuen Jahr 2016. Hier ist eure Tarotkartenlegung für den Januar 2016 für alle Wagen, die im Sternzeichen, im Aszendent oder im Mond Waage sind. Also es lohnt sich auch mal die anderen Videos anzuschauen und das mal zu vergleichen, um ein besseres Bild von der Sache zu bekommen. Wir haben jetzt hier den Monat Januar in drei verschiedene Kuchenteile wieder aufgeteilt. Und zwar geht es einmal darum, dass wir hier die erste Spalte haben, vom 1. bis zum 10. ungefähr. Hier ist Mitte Januar 16 und da das Ende. Und da hätten wir das Thema hier vorneweg. Gesundheit, Wellness, einfach wie ihr euch so allgemein fühlt. Also physisch und psychisch gern. So, da haben wir einmal den Stern am Anfang vom Monat. Wunderschön. Der Stern gibt Hoffnung. In was für einer Situation du gerade steckst. Ich meine, jede Waage ist anders. Die einen sind gesünder, die anderen nicht. Ja, es ist ja sehr allgemein. Der Stern gibt dir Hoffnung. Und zwar ist das eine berechtigte Hoffnung. Wenn du irgendwie in einem Loch bist, sag ich mal ganz grob. Also ich meine, vielleicht bist du ja etwas angeschlagen oder sehr angeschlagen oder wie auch immer, wie dein Zustand allgemein ist, bedeutet das einfach, dass deine Hoffnung berechtigt ist, dass es wieder besser wird und dass du genesen wirst. Oder dass du, falls du komplett gesund bist und da keine Beschwerden hast, so heißt das ganz einfach, dass du trotzdem weiterhin hoffen kannst, dass deine Zukunft eine rosige wird in gesundheitlicher und psychischer Hinsicht, ja? Dann hätten wir nochmal Arbeit und Finanzen. Oh, schau, da geht etwas abrupt zu Ende. Einmal hatte ich diese Karte gehabt, da wurde mir eine Immobilie gekündigt. Und dann durfte ich also das wurde mir gekündigt und das war Eigenbedarf und es ging aber von einer Sekunde auf die nächste und irgendwie konnte ich da auch schnell raus. Also da war ja auch gar keine, die Kündigungsfrist musste gar nicht eingehalten werden, es ging zack, 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 zack. Also diese Karte hast du gerade bei Arbeit und Finanzen. Entweder du, ich will den Teufel nicht an die Wand machen. Es geht einfach etwas zu Ende, das kann sogar gut sein für dich, ja. Das kann auch etwas sein, zum Beispiel jetzt damals mit dieser Sache hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist gar nicht der richtige Ort für mich. Das ist nicht so toll, dass ich das jetzt weitermache da. Oder irgendwie, eigentlich, ich sag mal, woanders besser aufgehoben wäre und so war das auch. Und sowas muss es nicht sein, es ist einfach nur etwas, was schnell zu Ende geht. Entweder ein Arbeitskollege geht abrupt oder vielleicht ist es auch einfach. Also ich denke auch, wenn Dinge zu Ende gehen einfach, dann hat es auch seinen bestimmten Sinn. Wie du dich damit fühlst, das sagen die Karten jetzt eben nicht, ne? Das ist ja auch wieder von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich, wie es da genau bei dir aussehen könnte. Dann haben wir die kreativen Projekte, das können auch Nebenverdienste sein, Hobbys, deine Mittelalterfest-Webseite oder dein Cupcake-Internet-Shop. Ja, das sind einfach Dinge, die dir Spaß machen, die auch lukrativ sein können, müssen es aber nicht und die aber auch karitativ oder freiwillig oder ehrenamtlich sein können. Also einfach Projekte, die nebenbei laufen. Da haben wir das Schicksal. Das bedeutet, entweder dein Hobby ist deine Berufung, deine tatsächliche. Auf jeden Fall ist die irgendwie dein Schicksal. Das bedeutet, du kommst da nicht drum rum. Entweder dann weiterzukommen oder es zu deinem Beruf sogar zu machen oder anderen Menschen zu helfen. Weißt du, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hilfst du ja Obdachlosen oder Kranken oder sowas, weil du vielleicht dieses Schicksal entweder selber mal erlebt hast oder nahestehende Menschen das so hatten und du dich da verpflichtet fühlst. Oder es ist irgendwie, du bist Schlagzeuger seit du klein bist und bist aber eigentlich Sachbearbeiter und eigentlich würdest du am liebsten deinem Schicksal folgen oder wirst es auch tun. Also irgendwie ist dein Nebenverdienst dein Schicksal. Und die Karte sagt auch, falls es da gestockt hat irgendwie, dann geht es auch wieder weiter und bergauf. Und es geht voran bei der Karte. Okay? Dann hätten wir hier die Liebe. Die Liebe, das sieht traurig aus. Also entweder jemand kommt zu kurz oder du fühlst dich zu kurz gekommen. Da kommt jetzt nicht besonders die Freude auf, sondern es ist eher eine traurige Karte, ein bisschen Krisenhaftigkeit. Das wäre die Tendenz für die Liebe am Anfang vom Monat.
Dann haben wir das soziale Umfeld. Das soziale Umfeld hat Angst. Entweder du machst den Leuten Angst auf irgendeine Art und Weise oder du hast Angst vor Leuten. Vielleicht bist du ängstlich gegenüber Personen in deinem Umfeld. Vielleicht gibt es sogar berechtigte Angst, also berechtigten Grundangst zu haben. Also dieses soziale Umfeld kann die Familie symbolisieren, das kann auch den Freundeskreis symbolisieren. Einfach alle Leute, die dich umgeben. Schau einfach mal, ob diese Angst berechtigt ist oder ob sie eine Illusion ist. Und guck vielleicht, falls andere Angst haben vor dir oder vor einer Sache, die du irgendwie machst oder unbewusst vielleicht ausstrahlst, dass das vielleicht der Grund sein könnte. Das Umfeld ist ängstlich. So kann man es sagen. Ja. Dann haben wir Mitte vom Monat. Also nochmal hier, das ist ja das Umfeld, das bist ja nicht du. Also das Umfeld hat Angst. Ja, das wollte ich nochmal sagen, dass das ganz genau so ankommt. Ja, da muss man ja auch unterscheiden. Also dann haben wir hier oben, das ist ja wie gesagt die Mitte vom Monat, diese Zeile hier, die Spalte vom 1. bis zum 10. ungefähr. Und die Kraft bei Wellness und Gesundheit oder bei wie es dir einfach geht, ist ja keine Diagnose, die ich hier stelle. Das heißt einfach, dass du Bäume ausreißen könntest, dass es dir wunderbar geht. Dass du fit bist, körperlich fit, mental fit, leidenschaftlich bist, passioniert bist und deine Ziele verwirklichst. Oder das willst oder dich fühlst, als würdest du das wollen. Die Karte gibt dir Hoffnung und hier kommt der Tatendrang. Also das ist cool, da geht es dir sehr, sehr gut. Ja? Auch sexuell sollte es dir gut gehen, körperlich sollte es dir gut gehen, irgendwie und du bist in Bewegung. Oder du zähmst hier deinen Schweinehund, deinen inneren Schweinehund, der wird gezähmt, falls du da irgendwelche Schwierigkeiten hattest. Okay? Arbeit und Geld, Ritter der Schwerter, da ist komischerweise, schau, hier geht was zu Ende und hier ist irgendwie nochmal eine Atmosphäre von eiskalt und Berechnung und irgendwie Kopflastigkeit, so übertriebene, ohne jedes Herz, ohne jedes Gefühl. Das ist der Ritter, Entschuldigung, der Ritter der Schwerter. Das ist eine Atmosphäre von Kühle und von Berechnung. Ja? Zieh dich warm an auf der Arbeit. Auf der Arbeit sieht es gar nicht so toll aus. Geldmäßig sieht es ehrlich gesagt auch nicht so richtig prickelnd aus. Also geldmäßig würde ich hier wirklich aufpassen. Also schau mal in deinen Aszendenten, in deinen Mond, aber irgendwie musst du mal gucken, ja, was das ist. Kreative Projekte und Hobbys, karitatives Hobby, Nebenverdienst auch, ja? Warum sollte man mit seinem Hobby denn kein Geld verdienen? Also, ne, dieses, ja, man muss ja nicht. Es ist so, ich finde es auch eigentlich blöd, diese zwei Spalten, die gehören für mich auch voll oft zusammen einfach. Ich meine, was dir Spaß macht, das gibt dir ja auch oft auch irgendwie einen Antrieb und hast du Lust, was zu erreichen. Und dann erreichst du doch viel eher, als wenn du irgendwo da rumhängst, weil du was gelernt hast für alle Ewigkeit jetzt. Also das ist jetzt, ich möchte das eigentlich viel lieber so ein bisschen zusammengehörig wissen, aber trotzdem. Sind das zwei Bereiche, weil nämlich nicht für jeden ist das Hobby ja auch Ertrag, sondern ist auch der Ertrag kann ja auch als Ausgleich sein oder das, was man emotional bei der Sache zurückkriegt. Wie zum Beispiel bei einem Hilfsprojekt. Das ist ja ganz klar dann getrennt vom Job. Also einfach, damit man mich hier richtig versteht bei meinen Legungen. Hier geht es einfach darum, sieben der Schwerter. Sieben der Schwerter heißt irgendwie. Dein Umfeld hier, was heißt dein Umfeld? Also in deinem Hobby oder in deinem Ding, was du da machen willst. Weißt du, entweder du willst ein Buch oder irgendwas publizieren und dann sind da Leute, die sich das gar nicht so angucken, weil sie gar nicht interessiert. Die winden sich so raus. Oder du hast mit Partnern zu tun, die nicht ganz bei der Sache sind, die entweder betrügerisch sind sogar, das sind so wie so kleine Trickdiebe. Also das ist jetzt nicht total, total schrecklich oder so. Oder du machst dir selber eine kleine Pause und Auszeit von deinem Projekt und bist dann nicht so engagiert im Moment. Vielleicht windest du dich selber aus der Sache raus. Oder vielleicht schaffst du selber nicht mehr weiter an den Sachen. Für eine Zeit, ja? Weil dich vielleicht hier oben das auch alles überfordert. Also dir selber geht's super. Arbeitsmäßig ist es nicht so toll. Vielleicht bist du ja hier am Gucken, dass es weitergeht. Und dein kreatives Projekt, das braucht entweder eine Pause. Ich denke, da wirst du vielleicht eher mal nicht weiterarbeiten. Oder die Leute machen nicht so, wie du es willst. Die Leute winden sich so heraus. Die stehlen sich aus der Sache raus. So. Immer du stehlst dich aus deinem Projekt raus, weil du gerade keinen Bock hast, keine Energie, also Energie und so hast du, aber jetzt einfach mit anderen Sachen beschäftigt bist. Oder die anderen tun es. Ja? Auf jeden Fall geht es damit nicht voran. Da würde ich kreatives Projekt eher mal auf einen anderen Termin legen oder guck einfach, vielleicht hast du andere Tendenzen in deinen anderen Videos.
Die Liebe. Die Liebe. Also es geht traurig los hier im Monat. Das ist die Karte von Lust und von Genuss, von Sinnlichkeit. Aber es ist jetzt nicht, falls jetzt einer irgendwie auf die Idee kommt, die große Liebe da zu suchen, es kann sein, dass aus dieser Lebensfreude auch durchaus sexueller Genuss hier, also wirklich Sinnlichkeit, ja. Das ist so, auf den Rider-Waite-Karten ist ein Wirt zu sehen, mit Kelchen, der da so irgendwie Platz nimmt und so, der sieht schon so aus, als würde der da irgendwie gut genährt sein, dieser Mensch. Und so ist das irgendwie neun der Kelche. Also in der Liebe hast du doch Chancen, das Leben zu genießen, aber es fragt sich halt für wie lange, ja. Aber genießen wirst du. Oder kannst du, du hast die Chance dazu. Ja, dann haben wir hier das soziale Umfeld, Gerechtigkeit so. Also wie du in den Wald hineinrufst, so ruft es wieder hinaus. Das Umfeld ist entweder sehr trügerisch, unklar oder selber sehr ängstlich. Das ist vielleicht dir gegenüber auch unklar. Und hier geht es um Gerechtigkeit. Also das Umfeld ist gerecht. Das heißt, wenn du herzlich kommst, dann kommen die herzlich zurück. Wenn du fair kommst, kommen die fair zurück. Wenn du ehrlich sagst, was in dir eigentlich brodelt, dann werden die fair sein, die Leute, ja? Aber wenn du dann zum Beispiel hingehst und so tust, als wäre alles in Ordnung, aber innerlich überhaupt nicht klar bist und irgendwie anders denkst, als du eigentlich vorgibst zu denken, dann merkt das das Umfeld und macht dicht. Was sollte es auch sonst tun? Dann haben wir Wellness und Gesundheit. Wie es dir geht, psychisch und physisch. Der Ritter der Münzen, das ist cool. Die Münzen, die repräsentieren den Gesundheitsaspekt, aber auch die materiellen Werte und die Erde. Und der Ritter der Münzen, der ist einfach gleichbleibend, in Balance und dem geht's ganz gut. Ja, weder Hü noch Hopp. Dann die Arbeit und die Finanzen. Also hier, Arbeit und Finanzen, das ist echt scheiße, wenn ich das mal so sagen darf. Da geht was zu Ende, entweder du wirst gefeuert oder du gehst selbst. Oder Kollegen machen dir das Leben schwer oder neue Kollegen kommen, die doof sind. Die dir ans Hosenbein pinkeln, um irgendwie noch das Ganze höflich auszudrücken. Und da wirst du traurig sein. Das ist das, was diese Karten hier sagen. Muss aber so krass auch nicht sein. Vielleicht sind die anderen Videos anders für deinen Aszendent und deinen Mond. Ja? Oder du kannst vielleicht jetzt noch gucken, dass du deine Finanzen stabil hältst. Ja, wobei wir haben ja schon Januar. Gut, dann haben wir jetzt hier die kreativen Projekte. Hobbys, Karitatives, Sachen, die Spaß machen, Inspiration bringen, Kunst sind und so weiter. Das ist hier 9 der Stäbe. 9 der Stäbe am Ende vom Monat. Also einmal ist dein kreatives Projekt, das ist dein Schicksal. Ich würde sogar sagen, dass dieser Beruf hier, weg damit. Ja, stell dir mal vor, das ist hier so ein Mülleimer. Brumm. Weg. Dein kreatives Projekt ist dein Schicksal. Es werde Licht. Und du hast Hoffnung. So kann es sein, so muss es nicht. Vielleicht bleibst du aber in dem Job und suchst dir eine andere Stelle oder so. Oder es verändert sich dort irgendwas. Irgendwas, was aber eher, dass du vielleicht deine Kreativität mehr reinbringen kannst. Deine wahren Talente, deine wahren Dinger. Irgendwie. Vielleicht warst du hier auch voll fehl am Platz. Da ist doch die 10 der Schwerter ein Geschenk. Das Leben weiß schon, was es tut mit einem, ja? Das macht es nicht umsonst. Und das ist halt hier, dein kreatives Projekt ist dein Schicksal. Mach daraus Geld. Warum nicht? Dann haben wir die 7 der Schwerter. Du bist vielleicht einfach mit dieser beruflichen Lage überfordert und machst erstmal nicht so viel mit deinen kreativen Sachen. Und du bist hier auf jeden Fall 9 der Stäbe. Du machst zu und du lässt einfach dieses Projekt erstmal so ruhen. Oder du bist einfach komplett überfordert und das ist einfach eine schwierige Zeit erstmal mit diesen Dingen. Also Januar wird da erstmal schwierig, aber vielleicht kommst du da auch, vielleicht wirst du auch schauen, ob ich recht haben könnte und ob Beruf und deine Kreativität sich vermischen können. Das kannst du dir im Januar selber überlegen, was dein Weg ist, ja? Oder wie du ihn gehen kannst.
denn es geht um dein Schicksal. Am Ende vom Monat, die Liebe, kommen wir zum nächsten Thema. Die süße Pippi Langstrumpf. Wir sollten alle ein bisschen Pippi Langstrumpf sein. Ne? Der Page der Stäbe, das ist sehr feurig. Also das ist ein junger Mensch, der so ein bisschen zigeunerhaft ist, ja, frech. Kommt entweder ein frecher Mensch in dein Leben, der leidenschaftlich ist, der spielerisch ist, der so ein Gambler, ja, so ein kleiner, ich finde die eigentlich süß. Hier geht's los mit Traurigkeit, hier geht's super weiter. Und in diesem Umfeld von Genuss, kommt der junge Mensch, der noch mal eine gehörige Portion Feuer reingibt. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so die ernsthafteste Persönlichkeit. Wenn du da jetzt was Tiefgreifendes willst im Leben, vielleicht ist das jetzt niemand, der so... Aber vielleicht ist es auch so, dass du selber diese Energie in dir hast, ne? Und diese Hummeln im Hintern auch durchaus ausleben kannst. So. Nee. Okay. Und dann haben wir noch das soziale Umfeld am Ende vom Monat. Auch schon wieder ein Page. Guck mal, geil. Ach ja. Guck doch mal. du genießt am Mitte des Monats, du lernst den Pagen der Stäbe kennen und du lernst den Pagen der Münzen kennen. Oder diese Energien stehen dir zur Verfügung. Feuer, Lebensfreude, extrem viel Lebensfreude, ohne nachzudenken, ja, voll mit dem Kopf durch die Wand, komme was wolle. Wenn es in der Liebe hier ist oder in diesen kreativen, wo war das denn jetzt nochmal? Ja, das war jetzt in der Liebe. Also bitte, bitte schütze dich. Schützt euch. Ja? Ich meine jetzt nicht die Bakterien, die jetzt hier irgendwie, oder Viren oder irgendwelche kleinen Erkältungen. Ja, das meine ich damit nicht. So, so viel zum Thema Leute in der Umgebung. Und hier, Page der Münzen, das ist halt auch ein junger Mensch, das sind irgendwie junge Menschen. Also auf jeden Fall ist es Vitalität und Lebensfreude hier. Auf alle Fälle ist aber der Page der Münzen auch unter anderem sehr treuer und sehr lieber und herzlicher, ruhiger Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht, ist oft ein Student, der sich weiterbildet. Entweder du bist der Student oder entweder du gehst in sogar nochmal, ich meine, nachdem der Job jetzt irgendwie dumm war und blöd gelaufen ist, vielleicht überlegst du dir sogar nochmal einen Kurs zu machen oder die Schulbank irgendwie zu drücken und da sind junge Menschen. Natürlich lernst du auch so was Kleines, Wildes, Süßes hier kennen. Und natürlich darfst du das Leben genießen, auch wenn alle Stricke reißen. Wie auch immer. Also das würde ich sagen, meine ganz lieben Wagen, das sind einfach mal eure Karten, irgendwie tendenziell für diesen Monat Januar 2016. Und ja, also wenn ihr da irgendwie noch mehr wissen wollt, dann wie gesagt, schaut euch die anderen Karten ruhig mal an. Und ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Januar 2016. Nehmt euch ein paar Sachen nicht so zu Herzen. Probiert ein bisschen was abzuwägen. Wenn ihr jetzt schon seht, finanziell könnte es vielleicht doof sein, wenn da schon so Karten liegen, dann guckt einfach, dass ihr euch irgendwie absichert gut. Ja, schaut euch die anderen Videos an und wenn ihr Fragen habt, wie ihr zum Beispiel das Ruder noch bei manchen Dingen abwenden könnt, dann könnt ihr mir auch eine persönliche E-Mail schreiben und dann können wir nochmal ganz genau da reinschauen. Okay, ich danke euch vielmals. Ich schaue auch immer so viele englische Videos und dafür mischt sich so viel in der Sprache, aber teilt doch mal bitte meine Videos, like doch die Videos, würde mich sehr freuen. Und abonniert den Kanal und ich freue mich auf den Februar und wieder auf euch. Bis dann und tschüss.